bei dir ab. Wir sterben. Ey! Du Tierquäler. Ich muss den Scheiß immer sortieren hier bei mir im ganzen Haus. Ich hab ein Safari-Netz unterwegs gefunden. So. Ja, schlimm, ich muss das erst, wenn das nicht mehr unten reinpasst ins Barrel-System, dann weiß ich, dass es da hinten in den Recycler rein muss. Wenn es da nicht reinkommt, kommt es wieder woanders rein. So, das ist mal die Sache. Was ist das denn, diesen Smoothing, was ich runtergedreht habe? Weiß ich nicht. Was ist das da, wenn du Smooth Texture Pack hast vielleicht? Oh, ich muss mal was essen. Ja, drin liegt das nicht. Und ist das die Textur echt für den Arsch? Geil. Achso. Zack, zack. Zieh ich mal so in die Ebene rein. Brauche ich den Carpenter? Nein. Ja, natürlich. Carpenter. Ich muss mal mein Inventar leeren, echt. Einmal Carpenter. Na. Was soll denn das? Ach nee, das brauche ich ja. Was hast du gemacht? Einmal ein kleines Rübsächen. Nee, Drecksau. So, hab ich denn noch Waterproof Pipes? Zack. Da Stone. Zack. Stone Zack, das Waterproof, soll. Stone Waterproof, das ist das, immer gut. Das. Bild. Hm. Nee, das ist mein. Das kann man gefällt nicht mir doch schon wieder. Nein. Nein. Komm her. Wo tue ich's denn hin? Nein. Doch. Nein. Sagst du nicht immer nein? Nein. Hier vielleicht hin? Hier sieht's schön aus. Brauch ich nur Holz. Auch nicht. Boah. Ich will ein ordentliches Bild haben. Ja, was machst du denn? Ich hab ein Bild unterwegs gefunden. So. Ach komm, passt. Spinnreiter. Skeletten-Spinnreiter. Glätten, Glätten. Diese scheiß Schokobo-Federn. Sind doch geil. Nein. Ich mag die Schokobo-Federn. Kannst bei mir in jede, in die Dia-Truhe oder in die Ender-Truhe reinpacken. Besonders wenn es im E-System landet, ist gut, ne? Bin ich überlegen, die einfach, wenn die da drin landen, einfach auszupumpen. Ja. Okay, das passt schon mal. Okay, das ist erstmal die Decke. Da kann das ja so bleiben. Zack. Das war doch so richtig, oder nicht? Ja, Zack. Holz nur. Zack. Da kommt das Seedöl rein. Wo ist denn das Seedöl eigentlich da? So. Oder? Es schneit bei mir, yay. Ich seh das nur nicht. Sei froh, dass es nur schneit. Ja, das wirklich? Ja. Ich sehe nur noch, dass das Schnee mit einem aber mehr auftaucht. Ich froh, dass es nicht so einfach ein Wirrwarr ist hier überall. Ja, der Wirrwarr. Sei froh, dass wir den Tornado-Mod nicht drin haben. Jo. Dann dürften wir das hier oben nicht alles setzen. Ne. Obwohl, da gibt es bestimmt ein Tornado-Schild oder so, nur Tornado-Brecher. Ne, ich glaube nicht. Es gibt auf jeden Fall eine Alarmanlage, deswegen ja. Aber was anderes habe ich noch nicht gefunden. Gut, dass ich so vorhatte, in einen Berg reinzubauen. Ja, du bist ja schon mal unten runter. Ich bin ja auch froh, dass ich von oben nach unten wandere. Das ist ja auch nur Tarnung, das Haus da. Ja. Sag immer was. Im Keller sieht man sowieso nicht. Ja, das stimmt. Ja, das ist das Gute bei den Kitty Commit gewesen. Ja, boah, überleg mal, das hätte richtig. Du hättest alles oben gehabt. Ja, ja. Uiuiuiuiui. Dann hätte man erstmal keine Lust mehr gehabt. Naja. So, wie lange dauert das jetzt, bis das hier fertig ist hier? Hallo? Boah, das Setzen, ne? Boah. Boah. Schade, dass es nicht irgendwie so eine Maschine gibt, wo du richtig mit abstecken kannst, wo er alles setzen soll und wo nicht. Das ist auch recht. Sag nicht, dass er. Ach, der braucht nochmal Strom. Also, dass man auch irgendwo in die Ecken setzen kann, ne? Ohne dass er dann da die anderen mit aussetzt oder in die andere Seite in die Lücke reinhaut. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Bestimmt. Kannst bestimmt programmieren, habe ich auch keinen Bock zu. Control Turtle vielleicht. Ja, aber wie gesagt. Die muss außen rumfahren.
Ja, dafür kannst du die Turtle auch so programmieren. Aber weißt du, wie vollgestopft die Turtle dann ist? Ja. Mit den Programmiercodes. Wenn du die mal die ganze Zeit im Kreis laufen lässt, dann musst du die ja noch so programmieren, dass sie dann automatisch merkt, wenn sie keine Stacks mehr hat, dass sie dann die nächsten holt. Was ist das ja? Und wie das geht, habe ich keine Ahnung. Ja, if, das ist eine If-Funktion, if, zum Beispiel Slot 1, under 64 oder under Stack, heißt es, glaube ich, dann kann er wieder auffüllen. Okay. Ja, auffüllen, aber er muss ja erstmal wissen, dass da was fehlt. In seinem Slot oder was, in seinem Inventory. Ja, ja. Ja, ja, das ist ja if Slot 1, dann machst du diese komischen Schnabelfunktionen, wie man es aus der Mathematik kennt, ist kleiner oder so. Ach so. Du kannst auch sagen, Transfer von 16 auf 1, dass er erstmal wieder alle auffüllt. Und wenn du sagst, dann bis Reihe 2 oder so, bis die kompletten Reihen weg sind, dann soll er erst wieder zurückfallen und auffüllen einmal. Ja. Vorher nicht. Aber das ist so. Du weißt, wie viele Zeilen das werden? Nur für ein Ding? Ja, ich weiß. Dafür. Und dann musst du das ja auch wieder so verwenden, dass er dann genau an die richtige Stelle zurückgeht. Ja. Dass er weiß, wo er zuletzt war. Das ist, dem musst du ja immer wieder sagen, da. Du musst ja dem jeden Punkt angeben, sozusagen. Den ja, du ich weiß. Und das lohnt sich dafür nicht. Sag ich ja, das Ding ist so voll dann. So voll gestopft. 5 Milliarden Zeilen. Kannst du, bevor du das programmiert hast, hast du das selbst fertig gebaut. Obwohl, du kannst den auch sagen, fahr immer an dem gleichen Punkt am Anfang. Aber der kann ja den Block nicht setzen. Das ist ja... Ja, stimmt. Also wieder, fährt er dann wieder weiter. Verschwendet zu viel Energie. Ja. Das ist ja das Problem. Gut, du kannst sagen, wenn du unter einem gewissen Wert bist, dass er dann auch tanken fährt oder so. Oder du machst halt einen Slot mit tanken. Ja, das kann man auch machen, aber... Ja. Wie gesagt, bis du das alles programmiert hast... Kannst du selber machen. Hast du schon längst fertig, das. Deswegen lohnt sich das nicht. Mhm. Ja. 8 Stück sind schon mal gut. 8 sind immer gut. La 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 la, ist es dunkel. Ich brauch mal Silber. Silber und Masse. Ich muss mal gleich mal bei Johnny vorbeischauen, ob er noch Silber hat. Silber habe ich auch kaum noch. Ja, deswegen gehe ich jetzt mal vorbeigucken. Silber hat man sowieso kaum, das ist das Problem, ja. Am meisten habe ich 10. Oder? War das Silber? Ach, das System ist ja abgeschissen hier. Ja, musst du das mal wieder anschließen. Warte mal, ich kann auch hier irgendwelche. Also, willst nur das Kabel abhauen, dann haust gleich komplett Erde weg. Ja. Ich hab ganz viel 10. Warte mal, wo muss ich mich anschließen? Denn hier glaube ich nur da. Ja. Und was ich ja weiß noch, wo ich hingekriegt habe, ist das System, was gemacht hat. Ja. Ich weiß auch nicht wieso. Es war ja vorher auch so angeschlossen. Keine Ahnung. Ach komm, Brain of Jar kann ich auch mitnehmen. Ja. Die brauche ich nicht, Craft Nexter. Ja, was denn? Johnny brauche ich nicht mehr. Ja, stimmt. Könnt ihr mal diese Monsterfalle da dran, diese 25x25? Die Debitur da gebaut hat. Oh, warte mal, das Zertus-Zeug nehme ich alles mit. Und das Ding ist nicht schlecht. Du brauchst die Zertus-Quast, brauchst du nicht, ne? Fürs ME-System brauchst du nicht extra, oder? Nö. Okay. Ja, vielleicht würde ich später nochmal das ME-System auch noch dazu bauen. Nee, brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Vielleicht später, ich. Also brauchst du nicht. Bis jetzt habe ich ja noch keine Codes gesetzt. Ejector Update. Nee, das brauche ich nicht. Oh, Energiebrücke brauche ich mir nicht craften. Ein Ender Chest kann man sich auch immer mal rausnehmen. Ja. Ja, was denn? Ich bediene mich gut, jetzt. Aber ich finde das immer noch gut, dass ich hier so viele Meteoritenschilder stehen habe jetzt. Gold, 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 Gold. Eine Gravity Gun. Oh, den nehmen wir auch mal mit. Haben wir nur so rumgestellt, dass das ganze Haus geschützt ist. Ja, mach das mal.
Hab ich ja, ich hab doch bei mir auch überall in jedem Punkt, wo es wichtig ist, habe ich was hingesetzt. Ja. Ja, somit hast du aber auch gleich das Haus geschützt. Oh. Die nehme ich mal gerne an. Hm? Auch hier so eine 64k Storage-Ding. Ja. Oh. Das du kannst ich auch doch die Dinger gleich mitnehmen. Was? Nein, ich nehme doch nicht alles mit. Hallo? Wer bin ich? Mach doch einfach so, egal. Einfach mal die Storage-Dinger mitnehmen und dann hast du alles gespeichert. Nein. Musst du dir nur ein paar Server mehr bauen. Oder einen, ne? Obwohl, hast du auch recht. Weil dann muss man nicht mehr hin und her, wenn man was braucht. Und ich glaube, Johnny macht eh noch nicht mal mit. So, welche Seite... Alter, jetzt sind nur noch die Craft-Items drin, oder? Yep. Mhm. Ach ja. Ja. Hat er sich schon Rezepte gemacht gehabt? Mhm, hat er sich schon. Ja, guck mal, Johnny macht ja eh nicht mehr mit, weil er eh keine Lust mehr drauf hat, das war jetzt schon. Oh, ich weiß, wo es explodiert ist auf jeden Fall, ich sehe es. In ja. der Ecke. Ja. Ja, da ist bestimmt einmal so viel Schwungstrom reingekommen, dass es dem einfach zu viel war. Gar nicht machen darf. Was hat er denn hier? Vielleicht habe ich den auch falsch rum zuerst angeschlossen, kann auch sein. Okay, das kann ich nehmen. Yuyumeta-Rezepte sind immer gut. Ja. Jetzt hast du noch mehr Yuyumeta, ne? Nee, Achso, ja, hast auch recht. Oh, ich muss... Nein, das Sortieren geht gleich los. Nee. Wie? Oh, alles was bei Johnny ja drin war auf den Festplatten, die kann ich da erstmal rausnehmen. Obwohl ich muss den Festplattenspeicher auch komplett mitnehmen. Musst du das so machen? Was? Also notiert er das nicht automatisch? Ja, aber ich will ja viel Zeug, was Johnny da hatte, will ich ja gar nicht haben. Ja. Ach ja, der hat alles reingeschmissen, stimmt. Ja. Ach, womit ich jetzt bei Centos? Ich will doch nach mir. Wolltest du mir das vorbeibringen? Nee, wollte ich nicht. Ja, ja. Hallo, ich tue wenigstens Sachen wiederverwerten. Ja. Ja, okay, ein Streich. Ich bin gerade mal zur Hälfte rum. Ich umrande das Ding jetzt erstmal nur. So, den Server kann ich eigentlich hier mit aufstauen. Bumm. Ach, Johnny, tut mir sehr leid, dass ich dein komplettes ME-System jetzt abreiße. Obwohl, ich könnte das komplett auseinanderbauen. Brauche ich mir kein zweites bauen. Brauche nämlich nur eins. Aha. Ja, für die Bäume und Bienen. Mache ich immer einzeln. Weißt du, wie voll das nachher wird dir? Ja. Du suchst dann, hast überall Dinger und alle Früchte dazwischen. Denkst du auch so, nö. Mhm. Auch geil, die Chat-Nachricht kommt. Kurz unterbrochen. Zu labern. Also irgendwo gewundert, was steht da jetzt schon wieder, ne? Also eine normale Nachricht, die kommt. Mhm. Boah. Wo hab ich denn mal ein ME-Kabel? Im Kopf? Da. Wieder bei mir. Das ist aber voll laut bei mir in der Nähe. Immer. Mhm. Deswegen gucke ich auch immer, wo was ist. Ja, wahrscheinlich, weil du da bist und ich da bin und deswegen hast du das von mir nämlich auch. Das weiß ich nicht. Kann sein, dass das so ist. Was denn da gemacht? So, aber das werde ich da auch noch so machen, wie ich das vorhatte. Ja, so eine Melodie habe ich gerade auch im Laufen. Ja. Von Siedler. KST Beats ist das bei mir. Questions. Oder Questions. Aber ein Wunder, als Kitty Comet eingeschlagen ist, dass die meine Tablets nicht getroffen hat. Die stehen nämlich immer noch da oben drauf. Ein Wunder der Natur. Hm. Ja, komm. So. Warte, ich bin jetzt hier.
jetzt? Dam. Okay. 23. Helium-Meta-Rezepte. Deine 23 haben wir jetzt. Ja, können wir auch noch ein bisschen machen. Ja. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr. Nicht so wenig wie letztes Mal. Ich glaube, das waren noch nur 4 Folgen, ne? Ja. Das kann ich auch. Ja. Wieder wenig Speicherplatz gehabt? Nee, oder? Doch, ich bin der Meinung, weil du so wenig Speicherplatz hattest.